Ein klein wenig will ich noch üben. Also die Kombos habe ich da zumindest alle jetzt mal in Aktion gesehen. Wie die aussehen, haben wir gesehen. Und jetzt will ich noch mal ein klein wenig das Parieren und direkt Gegenschlagen üben. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Hi. Okay, ich mache mal eine Finte. Also nicht drauf gefasst gewesen. Ah, jetzt habe ich keinen einzigen Schlag parieren können, so wie ich es wollte. Ja, freut er sich. Jetzt sind wir wieder zu nah dran. Ich bin auch gerade in der Ecke. Ah, jetzt habe ich nicht schnell genug gegengedrückt. Gott, das war wieder eine Combo. Narbenmacher. Jetzt haut er mit seinem Schwertschaft. Jetzt haben wir den Fokus verloren, die Aufschaltung. Dachte ich, jetzt haut er direkt zum Gegenschlag aus. Jetzt wollte ich gerade wieder schlagen, deswegen bin ich gar nicht in den Paraderhythmus gekommen. Oh, ist er den getroffen? Ausgewichen? Oh, jetzt wollte ich wieder parieren. Mist, zu spät. Das Tolle an diesem Kampfsystem ist einfach, alles, was wir können, kann die KI auch. Also, wenn wir perfekt parieren, kann die das auch. Also, wenn wir eine Combo ausführen, dann heißt das nicht, wir... Was war das? Das Schwert hat am Handgelenk herumgedreht, wie ihr wollt. Ah, hallo, ich mache mich doch nicht über dich lustig. Na, jetzt wollte ich gerade selbst angreifen. Mist, falsch. Komm, fangen wir wieder an zu schlagen. Mit so einem Schlag. Nein, nicht sowas. Mit einem richtigen Schlag, nicht so ein Piekser. Jetzt war ich da wieder. Da war ich zu langsam. Komm. Wird nicht lange dauern. Meinst? Jetzt war ich wieder zu langsam mit dem Drücken. Mist. Es muss direkt nach dem Parieren kommen. Also richtig direkt. Schlag nochmal zu. Nicht pieksen. Das war nicht gut. Mist. Ja, das war wieder Animationsquark. Oh, hat er von oben. Mist, das war zu spät. Ach Mann. Das ist nicht ganz einfach. Keine Frage. Wieder kein Gegenschlag möglich. Oh, da war ich da aus, jetzt hätte ich mal so einen Schlag machen können, so einen Wegschieber. Was war denn das jetzt? Das sah komisch aus. Oh, ein Schlag von oben. Oh, angetäuscht, dann macht das doch von oben. Gemeinheit. Gut, wir geben mal kurz auf. Ich ergebe mich. Dann machen wir zum Abschluss noch einen finalen Kampf. Konsequenzen sind mir bewusst. Mit echten Schwertern. Das Parieren kriege ich dann vielleicht hin. Und vor allen Dingen die Kombos will ich jetzt nochmal üben. Jetzt nochmal ins Eingemachte gehen. Na, noch gut. Aber vielleicht geht's dir gleich nicht mehr gut. Zur Not haben wir noch ein paar Verbände und Ringelblumenaufguss, falls wir wirklich zu Schaden kommen sollten. Mit echten Waffen üben. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Aber ich mag es, wenn ein Mann Feuer im Blut hat. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Den alten Meistern zufolge ist nur der ein wahrer Lehrling, der die Klinge mindestens einmal zu spüren bekam. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Lass uns anfangen. Keine Angst, ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Bastardschwert. Erinnert mich so stark an Dying Light. Da gab es ja auch das Bastardschwert. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit dem Bastardschwert vertragen. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Also jetzt geht's an Gesundheit und Ausrüstung. Die kann kaputt gehen. Ah, nicht verkehrt. Schon mal gut pariert.
Wir sehen natürlich jetzt weniger. Gut getroffen. Haut er uns wieder weg. Das wieder. Ah, habe ich einen Treffer gelandet, aber nicht gleich nachgesetzt. Mist, einmal hat er getroffen. Oh, wollte das Schwert wieder drehen, ne? Oh, das macht Spaß. Oh, jetzt dachte ich, jetzt setzt er gleich zum Schlag an. Jawohl. Oh Mist. Ah, den zweiten Schlag immerhin bekommen. Oh, dieses, wenn das. Oh. In eins übergeht. Wir schlagen, er pariert, wir parieren, er schlägt. Das macht echt Laune. Jetzt haben wir ihn auch mal getroffen. Mist, das war nicht gut. Ich will meine Kombos auch gleichzeitig üben. Jetzt schlägt er uns wieder ins Gesicht mit seinem Kolben. Heißt gar nicht Kolben, aber ich sag einfach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich setze immer wieder links an, weil ich meine Combo hinbekommen möchte. Jetzt war es was anderes. Na, jetzt haut er wieder so dazwischen. Und schieben, genau. Combo 1 haben wir schon mal wieder. Scheiße. So, die 4er Combo. Wenn er nicht parieren würde. Oh. Dann probiere ich vielleicht erstmal die 2er Kombi. Die war unten links und dann zweimal pieksen. Zum Beispiel. Fies. Das muss ich auch noch rausbekommen, wie man das macht. Genau, dann bin ich wieder zu nah gekommen. Wir haben beide noch volle Gesundheit. Hoppala. Ah, jetzt habe ich geschlafen. Jetzt schmeißt er uns wieder herum, Didelum. Ich dachte, jetzt greift er dir direkt an. Nebenbei sammeln wir auch Erfahrungspunkte. Und? Ah, pariert er meine Parade und meinen Direktangriff danach. Oh, was war das? Wir haben Fokus verloren. Und der Narbenmacher. So, zweite Kombo haben wir auch. Gott verdammt! Ja, sagst du, ne? Ha! Jetzt wollte er angreifen. Eigentlich wollte ich jetzt auch, aber ich habe das Parieren noch hinbekommen. Jetzt drängen wir ihn mal etwas zurück. Kann aber auch gut parieren. Ah, jetzt wollte ich wieder angreifen. Und dann wieder zugleich. Pariert er. Ah, das macht echt Spaß, das Kämpfen. Wir sind beide gleich auf, wie es scheint. Ich müsste eigentlich den Narbenmacher mehrfach anwenden, denn er hat ja keinen richtigen Gesichtsschutz. Da weicht der aus bei meinem Gegenangriff, dieser Blödmann. So, Narbenmacher war nochmal unten links und zweimal pieksen. Wir versuchen jetzt mal eine Schwachstelle von ihm gezielt mehrmals anzugreifen. Na, jetzt greift er wieder selbst an. Na, weicht er wieder aus. Jetzt pariert er den zweiten Schlag. Und ich pariere perfekt und er kann auch parieren. Mann, Mann, Mann. Jetzt greift er wieder selbst an. Jetzt wollte ich auch mal F drücken, aber hat nichts gebracht. Scheißkerl! Selbst? Sag bloß nicht, was du. So. Unten, jetzt greift er von oben zurück, kriegt einen Schlag von unten. Nein. Ja, Narbenmacher Nummer 1. Das machen wir jetzt mehrmals, weil er hat nicht so einen guten Gesichtsschutz. Mann. Schon wieder. Zweiter Treffer. Hm,
Hat er unsere Kombo durchbrochen? Man sieht schon, er hat einen Flecken im Gesicht. Mann. Trau dich doch! Ja, wenn du mal näher rankommen würdest. Auch so im Gesicht getroffen, das ist auch gut. Wir haben noch keinen Schaden, er hat minimal. Oh Mann, jetzt wollte ich wieder treten, aber mit dem Treten, da komme ich nicht weiter. Ich will ihm, wenn wir ganz nah sind, mal wegtreten. So wie er es ja auch macht. Das muss ich noch irgendwie rausfinden, er stöhnt schon. Wie wir das machen können, weil das, was die KI kann, können wir auch und eben umgedreht. Schön, wie er da einen Fleck hat im Gesicht. Oh Gott, jetzt haben wir aber auch etwas Gesundheit verloren. Jetzt habe ich gerade wieder das Umschalten geändert. Jetzt sind wir nämlich wieder so im Kreis um unser Hoppala. Jetzt komme ich gerade etwas aus dem Rhythmus. Moment. Jetzt haut er wieder so zu. Den letzten Schlag berät er wieder. Aua, au, 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 au. Oh, jetzt kommen wir etwas ins Hintertreffen. Das Tolle ist ja auch, wenn wir gerade nicht kämpfen wie jetzt, dann generieren wir etwas Gesundheit. Seit neuestem. Und mein Gegenschlag hat er wieder pariert. Und jetzt weicht er auch noch aus. Ey, das ist so fies, du böser Mann. Mann. Unsere arme Ausrüstung, die wird was mitmachen. Oh Gott, jetzt aber mal zurückziehen. Ich brauche wieder Ausdauer. Jetzt habe ich gerade echt einen Faden verloren. Und wieder im Gesicht. Oh, hat richtig Gesundheit verloren. Ja. Wir haben jetzt eine richtige Wunde bei ihm verursacht. Blutend bestimmt noch nicht, aber da haben wir jetzt schon zum dritten Mal getroffen. Und nochmal im Kopf getroffen. Scheiße! Nach seinem Angriff, direkt danach. Ah, er kommt etwas ins Schwächeln, ins Taumeln. Oh. Wieder nicht perfekt pariert. Ich habe oben rechts pariert. Mist. Jetzt weicht er meinen zweiten Angriff aus. Und zum vierten Mal im Gesicht getroffen. Okay, ich muss mit dem Parieren noch besser hinbekommen. Kombos klappen komischerweise jetzt gut. Das Parieren war mal überhaupt nicht meine Schwäche. Jetzt klappen die Kombos, jetzt klappt das Parieren nicht mehr. Mist. Au, jetzt sind wir auch gerade in der Ecke, das ist blöd. Oh, noch mehr in die Ecke, toll. Du hast es so gewollt. Ich bleib mal stehen. Na, ist noch nicht gut. Tritt er uns wieder weg. Dobsediri. Ah, ich hätte gedacht, der schlägt gleich nochmal. Sag nicht sowas, du. Er schlägt gleich selbst nochmal zu. Jawoll. Pariert und direkt Gegenschlag. Jetzt hat's mal geklappt. Mal gucken, ob er zuerst aufgibt. Und Narbenmacher. Schädelbrecher haben wir jetzt auch. Was war das nochmal? Habe ich wieder etwas vergessen. Ich kann gerade nicht ins Inventar gehen. Hat irgendwas mit dem Kopf zu tun. Bei ihm auf jeden Fall. Jetzt habe ich zu langsam gedrückt. Jetzt habe ich perfekt pariert, aber zu langsam gedrückt. Mann. Der wieder. Jetzt greift er wieder. Schwert nochmal gesteigert. Jesus Christus! Wenn wir ihn besiegen, mal gucken, was er danach sagt. Und, oh, jetzt habe ich zu langsam gedrückt. Zweimal habe ich getroffen, beim dritten Mal nicht.
Jawohl, das war mindestens schon 5 oder 6. Gesichtstreffer. Er lernt aber auch nicht wirklich daraus, he? Also er hat den Treffer ja schon mehrmals bekommen. Puh. Jetzt brauche ich Ausdauer. Jetzt wollte ich gerade die Kombo starten, das wird aber nichts. Keine Ausdauer mehr. Jawohl, Verteidigung. Das hat Ausdauer gekostet. Wird nicht lange dauern. Na so. Au. Gut, dann setze ich wieder meine Kombo an. Gerade bloß die eine, aber das ist nun mal seine Schwachstelle. Die will ich gerade wirklich ausnutzen. Ich will den Kampf jetzt nämlich so langsam mal beenden. Nicht durch Aufgeben, sondern durch Sieg. Oh, ist das cool, wenn der direkt zum Gegenschlag mit pariert und dann ausholt und wir wieder parieren können. Das macht so einen Spaß. Aber ich meine, dieses Kämpfen hier mit ihm, das hat mich gerade sehr, sehr weitergebracht. Ich glaube, ich hoffe, ich kann das demnächst dann anwenden und davon profitieren. Und wieder da getroffen. Oh, jetzt hat er aber gerade eine kleine Hängerphase. Jetzt tritt er uns wieder. Und von oben. Jawohl, das war leicht zu sehen, aber leider nicht zum Schlag treffen können. Boah, das macht so einen Spaß. Er ist aber echt ein zäher Bursche, oder? Mist, ich dachte auch direkt von oben. Gut, mal was anderes. Agilität. Kann man so sagen. Ich probiere mal eine andere Kombo. D und... Schade, da habe ich mich vertan. Das, das und Pixel. Genau, dieses Wegschieben. Ich überlege gerade, wie war die andere Kombo nochmal? Ja, oh. Gut, pariert. Die andere war oben links und rechts Peak Peak, ne? Ich probier's mal. Cooler Funken. Wie war die andere Kombo nochmal? Oh, jetzt legt er aber gerade los. Wisst ihr mal kurz was? Ich mach mal ganz kurz Pause. Also ihr bleibt dran, aber ich schau mal nebenbei. Ich habe mir nämlich einen Screenshot von gemacht, von den ganzen Kombos vorhin, als wir die gelernt haben. Da will ich mal kurz gucken. Ich habe die Vierer-Kombo vergessen. Ich habe die nicht mehr ganz drauf. Hab sie gleich. Moment, Moment. Vierer-Kombo. Unten rechts. Okay. Nee, unten links. Ich habe die ganze Zeit oben links angefangen, dann unten rechts, aber es ist genau andersrum. Ich muss unten links anfangen, dann oben rechts und dann zweimal pieksen. Unten links, oben rechts, zweimal pieksen. So. Können wir da machen, Bernhard? Oh, das war die Konsole. Also so. So. Pieks, pieks, wenn wir mal treffen. Wir pechern das auch vorher platt, bevor wir die Kombo einmal hinbekommen. So, jetzt aber erstmal wieder Ausdauer generieren. Also so. Ah, jetzt pariert er. Jawoll. Parade und direkter Gegenschlag und Stärke gewonnen. Ich lasse mich zu sehr von den Einblendungen ablenken. Ich brauche Ausdauer. Moment, ich will Ausdauer generieren, damit ich gleich kombinieren kann. Schon wieder hochgeguckt. Ich höre mal lieber auf damit. Schade. Wollte ich gerade schlagen, da setzt er zum Gegenschlag an. Kannst du nicht mehr? Doch, du bist doch hier angeschlagen, nicht wir. Das mache ich gleich nochmal. So, dritter Anlauf. Mist. Jetzt dachte ich, jetzt schlägt er gleich los. Oh. Der erste Schlag mal gesessen, aber der zweite nicht.
Na, du böser Mann. Dachte ich, der schlägt wieder. Oh Gott, jetzt mittendrin. Oh Gott, oh Gott. Werden wir sterben oder nicht? Also in der nächsten Folge machen wir den Kampf zu Ende. Hab gelernt, was ich lernen will, aber ich will jetzt nicht aufgeben. Wir machen das Ding noch zu Ende. Aber ob wir überhaupt so weit kommen, denn der nächste Schlag könnte tödlich enden. Cliffhanger, nicht so wirklich. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.